Jan Ullmann ist mein Gast. Singer-Songwriter aus Freiburg mit Karlsruher Wurzeln. Er ist auch als Vocal Coach unterwegs, unter anderem im Europapark. Und heute ist er bei mir zu Gast mit seiner neuen Platte und diesem Titel. Breathe, breathe in. Just breathe, breathe out if you can. Die Martin Wacker Show auf der neuen Welle. Heute mit einem musikalischen Gast. Jan Ullmann hat den Weg aus Freiburg nach Karlsruhe gefunden. Jan, grüß dich. Hallo. Eine musikalische Karriere, die in Karlsruhe aber begonnen hat. Deswegen haben wir auch gesagt, Mensch, wir holen dich zurück in unsere Region. Jan, Karlsruhe Wurzeln. Richtig, also ich komme von hier, ich bin hier aufgewachsen. Wir haben uns auch im Helmholtz-Gymnasium kennengelernt und habe hier viele musikalische Erfahrungen auch gemacht und bin dann erst zum Studieren quasi nach Freiburg. Und jetzt ist Freiburg dein Zuhause, aber Freiburg ist ja nicht die Station gewesen, wo es musikalisch für dich auch so in der Ausbildung vorwärts ging. Du hast auch einen Auslandsaufenthalt gehabt beim Studieren. Ja. In der großen Welt, bericht ein bisschen davon. Also ich war ein Jahr in Amerika, in Rochester, New York, da hatte ich ein Stipendium und da konnte ich im Prinzip machen, was ich will. Habe viel Arrangement gemacht, Studio Production Techniques, Gesang, Klavier. Und das war wirklich ein tolles Jahr, auch unglaublich tolle Dozenten, die halt dort waren und da profitiere ich sehr von, ja. New York hat auch das Lebensgefühl dort, die Atmosphäre dich beeinflusst für das, was du jetzt machst? Schon, also in gewisser Weise, ich mache natürlich viel amerikanische Musik auch vorher schon und die Stadt New York ist natürlich auch fantastisch, da war ich natürlich dann auch öfters und es zieht mich auch mal wieder hin zurück. Also Karlsruhe, New York, Freiburg. Na, das könnte fast ein Song sein. Wir wollen dich gleich besser kennenlernen bei den 10 Fragen in 60 Sekunden. Heute musikalischer Gast bei mir, Jan Ullmann, Musik aus Freiburg. Gleich mehr. Also Sonntag ist die neue Welle. Prominente Gäste heute. Jan Ullmann aus Freiburg, ein Musiker, der in New York studiert hat und in Freiburg einiges reist. Wir wollen dich ein bisschen persönlich kennenlernen. 10 Fragen in 60 Sekunden. Mhm. Kurze Fragen, bitte kurze Antworten. Alright. Dein Sternzeichen? Zwilling. Verliebt, verlobt oder verheiratet? Verheiratet. Deine Lieblingsfarbe? Blau. Habt ihr ein Haustier? Zwei, Plüschi und Molly, zwei Katzen. Plüschi und Molly, zwei Katzen. Welches Poster hing bei dir als Musiker im Jugendzimmer? Kim Wilde und Alanis Morissette. Aha, zwei Mädels. Dein erstes Vorbild? Ach, das erste Vorbild, das ist schwierig. Ich würde mal sagen, das ist schon lang her, John Bon Jovi. John Bon Jovi, aber ich würde sagen, da gibt es viele, viele andere. Die Haare haben so ein bisschen überlebt vom ersten Vorbild. Erste selbst gekaufte Schallplatte war es wahrscheinlich bei dir? Oder erste Schallplatte ist noch länger her. Das war dann, ich glaube, das war irgendwas Neue Deutsche Welle. Ich glaube, es war auch Kim Wilde. Auch Kim Wilde. Ja, also da merken wir ein kleines System, Kim Wilde. Welches Buch hast du zuletzt gelesen? Bist du auch Musikpädagoge? Ging es um Musik oder was Spannendes? Ach, sehr unterschiedlich. Ich habe jetzt letztens einen Roman gelesen von Nele Neuhaus, also eher Krimi. Und ansonsten Fachliteratur natürlich lese ich auch gern und viel, viel über Gesang. Lieblingsurlaubsziel bei dir, Jan? Wo geht es am liebsten hin? Thailand, Italien, Korsika, wo mehr ist. Und Hausmannskost oder Gourmet-Tempel? Es gibt ja in Freiburg auch schöne Hausmannskost. Ich mag beides wahnsinnig gern. Also so? Ja, also mal das. Eher in der Mischung. Ja. Okay. Jan Ullmann heute mein Gast, gleich mehr vom Musiker aus Freiburg. Die Martin Wacker Show auf der neuen Welle. Ich freue mich, dass heute Jan Ullmann bei mir zu Gast ist, der so vom badischen Süden in den badischen Norden gekommen ist. Wie ist eigentlich mit den Mentalitätsunterschieden, wenn man in Karlsruhe groß geworden ist und dann verschlägt es einen so nach Südbaden? Ähnlichkeiten oder schwere Unterschiede? Also Südbaden, würde ich sagen, ist noch ein bisschen grüner als hier. Okay. Und der Dialekt ist noch ein bisschen härter, aber im Prinzip viel hat sich nicht geändert. Der Dialekt ist noch ein bisschen härter, nimm uns da mal mit. Das ist schon sehr alemannisch, oder? Also zum Teil. Also die meisten Leute in meinem Umfeld sprechen eher so wie ich. Okay. Und aber gerade wenn man so in Richtung Schweiz geht, da kommen dann schon noch andere Laute dazu. Mhm. Also ich arbeite ziemlich nah an der Schweizer Grenze und da hat man viel auch mit dabei und so. Also geht, das ist ja, kann ja auch was mit Musik zu tun haben. Also im Süden ist ein bisschen die Musik ein bisschen lässiger. Du hast verschiedene Musikrichtungen ausprobiert, verschiedene Bands. Ja. Was ist denn so, wenn man einen Schwerpunkt suchen sollte? Ist es Blues, ist es Rock'n'Roll, ist es Jazz oder willst du in gar keine Schublade gepackt werden? Also mir fällt es schwer, mich auf eine Sache festzulegen. Ich habe viele verschiedene Steckenpferde und komme ursprünglich eben aus der Klassik, aus dem Jazz. Viel Jazz gemacht, auch im Studium. Und inzwischen mache ich mehr, aber auch viel Rock gemacht.
gemacht und inzwischen ist mehr so Singer-Songwriter, so eben Stücke, die mehr über den Text und über die Emotionen gehen, als dass die jetzt furchtbar kompliziert ist. Singer-Songwriter, wir werden dich da auch noch ein bisschen kennenlernen. Du hast doch einen Titel mitgebracht, aber mir ist eine Band ins Auge gestochen, da muss ich dann gleich dazu was fragen. Blut, Zucker, Sex, Magie. Was es damit auf sich hat, gleich mehr hier bei mir in der Martin Wacker Show. Es ist Sonntag, wir haben einen musikalischen Gast heute bei mir, Jan Ullmann aus Freiburg. Er hat Karlsruher Wurzeln, spielt in verschiedenen Bands. Als Singer-Songwriter werden wir ihn heute auch noch sozusagen live kennenlernen, aber wenn man so in deine Karriere schaut, ist mir ein Bandname ziemlich hängen geblieben. Blut, Zucker, Sex, Magie. Jan, was hat es denn damit auf sich? Ja, das ist eine sehr schöne Band. Wir machen nur Red Hot Chili Peppers. Nein, Tribute. Großartig. Und haben uns eben nach unserer Lieblingsplatte genannt. Blood Sugar Sex Magic ist auch die Platte, die damals für mich im Nachhinein noch der Meilenstein ist, obwohl die danach immer größer geworden sind von Platte zu Platte. Und wir spielen es nicht eins zu eins nach, aber kopieren die Energie quasi und wirklich so dieses ganze Lebensgefühl und auch versuchen von jeder Platte unterschiedliche Tracks mit dazu zu nehmen, um die Band so wirklich nach außen zu transportieren. Ich habe ja auch einen Plattenschrank. Blut, Zucker, Sex, Magie, bei so du sagst. Platte. Wie erleben wir dich da auf der Bühne? Du spielst verschiedene Instrumente, bist am Piano stark, bist an der Gitarre stark, aber vor allem auch deine Singstimme ist da sehr gefragt, ne? Oder? Ja, also bei Blut, Zucker, Sex, Magie singe ich ausschließlich, so wie auch bei Chili Peppers, der Sänger spielt ja auch keine Gitarre oder so. Und da hüpfe ich auch viel rum, also es ist echt eine ziemlich anstrengende Rolle, weil es ist wahnsinnig viel Text. Der Typ war ja Junkie, der hat ja alle möglichen Frauengeschichten und Drogen und was weiß ich was. Deswegen auch Under the Bridge, der Titel, hat auch eine Zeit lang wirklich unter der Brücke gelebt. Also die Biografie ist wirklich spannend zu lesen von ihm. Man fiebert immer so mit ihm mit, weil er immer wieder rauskommt aus dieser Drogensucht und wieder reinfällt und also wirklich ganz verrückte Storys. Und das spiegelt sich in Texten auch wieder. Und allein Texte auswendig zu lernen, war ein Graus, weil kein Refrain wie der andere ist und lauter Fantasiewörter und inzwischen gehen die Texte einigermaßen. Aber du erreichst das Vorbild nur über die Stimme. Die anderen Dinge hast du ausgeklammert für dich privat. Wie bitte? Das erschließt sich nur über die Stimme bei dir. Die anderen Dinge hast du ausgeklammert mit Alkohol, Sex und Drogen. Zumindest habe ich sie lange hinter mir. Okay. Jan Ullmann ist mein Gast auch nächste Stunde. Verlassen wir so ein bisschen Blut, Zucker, Sex, Magie. Da geht es in die Richtung Singer-Songwriter in der Martin-Wacker-Show. Dranbleiben. Die Martin-Wacker-Show auf der Neuen Welle. Jan Ullmann ist zu Gast. Musiker aus Freiburg, Singer-Songwriter. Wir waren gerade bei den Red Hot Chili Peppers, da geht es schon richtig heftig zur Sache. Ein Lieblingsprojekt oder sind es auch diese Blues- und Rock'n'Roll-Titel so im Allgemeinen? Ist es mehr dieses Extreme, was du gerade beschrieben hast, weil da musst du als Sänger ja wirklich alles Vollgas geben? Ja. Oder ist es dann auch eher ein bisschen das Zurücklehnen und ein bisschen die softeren Sachen? Hast du irgendwo so eine Lieblingsecke? Ich mag beides gern. Also ich mag auch wirklich diese souligen, bluesigen Sachen sehr gern und mag einfach die Mischung. Also ich bin auch gern auf der großen Bühne mit vielen Leuten und hüpf rum, was das Zeug hält und mag auch diese ganz intimen Abende, wo man wirklich einfach mit einem kleinen Publikum wirklich Songs mit erzählen das Publikum erreichen kann. Die Jan Ullmann Band ist dann auch ein Projekt, wo es eher ins große Laute geht und wenn du solistisch unterwegs bist, dann ist man eher so in der Kuschelecke angekommen. Ja, aber auch in der Kuschelecke ist vielleicht ein bisschen falsch, eher so besinnliche Worte, die auch nach innen gehen. Einfach mal gucken, worum geht es im Leben eigentlich, wo will man hin, was verbindet uns als Menschheit, solche Themen, die da angeschnitten werden. Ist es auch der Sprung von Covertiteln zu eigenen Songs ein ganz bewusster gewesen, weil Red Hot Chili Peppers ist Cover, ganz klar, mit eigenen musikalischen Akzenten. Aber dann zu sagen, nee, ich will jetzt mein eigenes Innenleben auch nach außen kehren und nicht Songs von anderen singen, ist das ein großer Sprung gewesen? Eigentlich nicht. Ich habe immer selber geschrieben. Mhm. Also ich cover auch wirklich gern. Also ich habe oft auf Konzerten immer gemerkt, dass die Leute gesagt haben, Mensch, Jan, du musst mehr von deinen eigenen Songs machen. Und ich hatte einfach nicht genug. Und jetzt habe ich ziemlich viel. Also ich habe jetzt auch zwei Platten quasi, die fast fertig. Die eine, die bringe ich jetzt direkt raus und die andere, die ist eigentlich schon fertig und die bringe ich ein bisschen später raus. Und da sind sehr viele eigene Songs dabei. Und die eigenen Songs, die spiegeln auch dein eigenes Ich deutlich besser wieder als die Covertitel. Ja, also zum Teil sind es natürlich wirklich eigene Themen, zum Teil sind es aber auch wirklich Rollen, in die ich reinschlüpfe, wo mich ein Thema interessiert und ich dann einfach versuche, das wirklich in einen Song zu packen und zu transportieren. In Rollen reinschlüpfen ist ein gutes Stichwort, denn gleich musst du Entscheidungen treffen bei Entweder oder in der Martin-Wacker-Show mit Jan Ullmann. Die Martin-Wacker-Show auf der Neuen Welle. Entweder oder mit einem Weihnachten-Spezial. Jan, das sind Fragen an dich. Die habe ich mir nicht ausgedacht, sondern die Kolleginnen und Kollegen der Redaktion. Du ziehst die Frage, ich lese sie vor. Da musst du dich für eine Antwort entscheiden. Okay. Also bitte. Ich bin mal gespannt. Ja, ich bin auch gespannt, weil wie gesagt, Weihnachten-Spezial, das hatten wir auch noch nie. So, erste Entweder oder Weihnachten-Spezialfrage.
Frage. Schneeballschlacht oder Wasserbombenschlacht? Wasserbombenschlacht, das mache ich regelmäßig mit meiner Frau im Sommer im Garten. Einfach so? Nee, das ergibt sich dann. Das ist dann wirklich spannend. Da wird ums Haus gejagt, was das Zeug hält. Also heute ist der Tag für die Wasserbombenschlacht, sagst du dann zu Hause, dann geht's ab. Schneeballschlacht, ich weiß nicht, ich hatte immer Probleme, das liegt wirklich am Schnee, richtig gute Schneeballen hinzubekommen, die auch richtig wehtun. Die können richtig wehtun, ja. Die können, aber da muss der Schnee auch stimmen. Okay. Obwohl, wir haben ja seit Jahren so richtig mit Schnee, ist ja nicht so unausfällig. Ja. Wie ist es? Aber in Freiburg ist besser, oder? Es geht, ne? Also so wie es früher war, ich habe früher mein Taschengeld immer mit Schneeschippen verdient hier in Karlsruhe und 5 Mark die Stunde und da wäre ich heute, hätte ich da... Da gibt es kein Taschengeld, keine Aufbesserung. Nächste Frage für dich, Jan. So, ich danke dir, das ist deine Frage. Schön für einen Musiker. Nur noch Wham mit Last Christmas hören oder nur noch Helene Fischer? Um Gottes Willen, yes, Gott. Muss ich für eine Seite sein? Dann würde ich schon sagen Wham. Auf jeden Fall. Wham. Ja, Last Christmas. Auf jeden Fall. Last Christmas löst zumindest so alte Gefühle noch aus dem Frühjahr. Ja, wobei ich sagen muss, es gibt... George Michael hat eine tolle Stimme, das muss man doch zugeben. Es gibt dann diese Phase in der Vorweihnachtszeit, wo ich dann auch bei Wham Last Christmas ein bisschen kritisch werde. Geht dir wahrscheinlich auch so. Hast du einen Lieblingsweihnachtstitel, den du selbst auch gerne spielst? Ein Weihnachtssong? Ja, ein Weihnachtssong? Nee, eigentlich nicht, nee, muss ich sagen. Also ich bin immer froh, wenn ich unterrichte und die Schüler nicht mit Weihnachtssongs ankommen. Ich unterstütze das natürlich, selbstverständlich, aber ich bin immer froh, wenn es dann vorbei ist. Also, das war das Wort zum dritten Advent und trotzdem haben wir tolle Weihnachtszettel auch hier in der Neuen Welle. Danke, Jan Ullmann. Also Sonntag die Neue Welle mit einem musikalischen Gast heute. Jan Ullmann ist bei mir. Du hast gerade berichtet von deinen Bands. Vorne Stimme, alles geben, 90 Minuten Red Hot Chili Peppers. Das ist natürlich auch Belastung für die Stimme. Dieses Wissen, wie man mit der Stimme umgeht, gibst du auch an andere weiter. Du bist Vocal Coach. Ja. Was ich mir darunter vorstellen? Also ich mache Vocal Coaching für ganz verschiedene, von Anfänger bis Profi eigentlich. Mhm. Also ich mache viel für Musical-Darsteller zum Beispiel Coaching, zum Beispiel am Europapark für die Musical-Darsteller. Dann Landesgospelchor zum Beispiel mache ich Vocal Coaching. Dann habe ich Workshops bei mir, die ich dann mache in meinem Studio, wo ich quasi eine Einführung, ich unterrichte viel nach der Complete Vocal Technik, das ist eine dänische Methode. Da war ich eben noch, nach New York war ich dann eben noch in Kopenhagen für 4 Jahre. Also ich korrigiere, Karlsruhe, New York, Kopenhagen, Freiburg. Ja? Und Rossing noch. Rossinger, das sparen wir jetzt mal. Okay, du machst dann Vocal Europapark, spannend für die dort Musical. Genau. Wie muss ich das vorstellen? Ich komme jetzt zu dir, sage, ich möchte jetzt in einer Rock'n'Roll Band, Heavy Metal Band singen, aber ich halte nur 3 Titel durch. Was muss ich dann anders, was muss ich besser machen? Ach, das ist sehr individuell, auch je nachdem, was du mitbringst von der Stimme her. Also ich check die Stimme meist mal erstmal ab und guck, was für Wünsche bringt der Sänger mit, wo will er hin und wo sind die Probleme? Sind die eher in der Höhe, sind die eher in der Dynamik, sind die in der Lautstärke? Mhm. Und in den meisten Fällen hat das was mit der Stütze zu tun, also mit der Stützenergie, die eben vom Zwerchfell aus und von der Stützmuskulatur aus kommt, um den Ton wirklich stabil zu halten. Und egal, ob ich jetzt mit Profis oder Anfängern arbeite, es hat oft was mit der Stütze zu tun oder mit dem Vokaltrakt, mit der Einstellung. Und da wir halt so alte Gewohnheitstiere sind und uns viel schon angewöhnt haben oft, also im Positiven oder Negativen, gilt es halt mit diesen ganzen Gewohnheiten zu arbeiten und zu gucken, die umzutrainieren, so dass man wirklich längerfristig mit der Stimme gut umgehen kann. Also unsere Hörerinnen und Hörer sitzen beim Frühstück. Wir spielen jetzt ein paar Takte Musik und dann ist gleich Jan Ullmann wieder da und macht mit uns ein kleines Training. Wie man auf keinen Fall sprechen oder singen soll, damit mir auch die Stütze nutzt. Gleich mehr dazu. Die Martin-Wacker-Show am Sonntag. Jan Ullmann, Vocal Coach des Europaparks unter anderem, ist bei mir. Und jetzt machen wir ein bisschen Training miteinander. Also, was ich oft merke, wenn Menschen sprechen, dass sie sehr weit aus dem Hals sprechen und deswegen nichts hinbekommen. Also das ist wahrscheinlich schon der erste Fehler. Ne? Wo fängt die Stimme an, Jan? Also können wir jetzt ewig lang drüber reden. Also anfangen tut es natürlich im Kehlkopf, bei den Stimmlippen. Die machen erstmal einfach eine Schwingung. Und alles, was an Sound und Klang drüber passiert, ist oberhalb im Vokaltrakt durch die ganze Formung des Vokaltrakts. Und natürlich hat das was, je nachdem, also wenn du jetzt mal einfach mal aber sagst, aber ist relativ einfach. Ne? Wenn es aber ein
einen längeren Ton machst und je länger der Ton ist, desto mehr musst du arbeiten, um den Ton in derselben Intensität zu halten. Verstehe. Und da fängt zum Beispiel die Stützenergie an. Die Stützenergie, wie kann ich mir die vorstellen? Luft nach unten und Luft halten, um wirklich auch Stimme hinzubekommen? Oder was können also die Menschen zu Hause besser machen? Also es ist wichtig, das in drei Worten zu erzählen, weil es auch wirklich sehr individuell ist, je nachdem, wo man herkommt. Das ist die Herausforderung. Was man machen will. Also letztendlich ist eigentlich das Zwerchfell, wenn man einatmet, ist ja unten. Ja. Und wenn man die Luft rauslässt, geht es wieder nach oben. Und um diese Spannung zu halten, die wir bei dem A zum Beispiel haben, wollen wir das, ist es relativ einfach, weil das Zwerchfell wirklich noch, weil die Luft noch voll da ist. Und je mehr Luft rausgeht, desto mehr müssen wir gucken, dass wir nachstützen. Ohne zu viel Druck. Also es geht darum, nicht zu viel und nicht zu wenig Druck zu haben. Wenn du zu viel Druck hast, wie beim Drahtseil, fällst du rechts runter, zu wenig fällst du links runter. Und je nach Tonhöhe, je nach Lautstärke, je nach Sound, den man produziert, hat auch was mit Ästhetik zu tun, muss man die Stützenergie anpassen. Deswegen ist es nie ein Fixum. Also es hat nie was mit Festwerden oder Drücken zu tun, aber auch nicht mit zu lasch werden. Also sehr individuell und da holst du die Menschen als Vokalcoach ab. Und ich hoffe, Sie zu Hause haben ein bisschen mitbekommen, was hinter einer guten Stimme, einem Frontmann in einer Band oder einem Sänger, einer Sängerin im Europapark an Arbeit steckt. Vokalcoach ist er, Singer-Songwriter, Musiker aus Freiburg. Bei mir ist Jan Ullmann gleich mehr. Die Martin-Wacker-Show am Sonntag. Wir haben schon ein bisschen Stimmbildung gemacht mit Jan Ullmann. unter anderem Vocalcoach, Musikpädagoge. Aber Vocalcoach ist nicht alles. Du bringst auch dein Wissen weiter am Instrument. Und zwar nicht nur an einem Instrument, mehrere Instrumente. Also unterrichten tue ich hauptsächlich Gesang wirklich in erster Linie. Dann Klavier und Gitarre unterrichte ich nicht. Das spiele ich zwar viel, aber das habe ich immer für mich selber gelernt. Und das soll auch dabei bleiben. Okay, also das ist so deine eigene, musikalische Erfahrung. Aber ich mache auch im Bandcoaching und auch für Chöre und Gruppen ein Coaching. Und du bereitest in Freiburg auch anderen so ein bisschen eine Bühne mit einer schönen Idee. Das Songcafé, berichte uns drüber. Leider im Moment jetzt kaltgestellt wegen Corona. Also ich hatte jetzt eigentlich schon für die nächste Saison geplant. Aber und stehe auch in Startlöchern, aber im Moment ist es leider nicht. Es ist ein sehr schönes Matinee, also das haben wir jetzt schon über 40 Mal stattfinden lassen. Morgens mit Frühstück, jeweils drei Ensembles, a 20 Minuten, 100 Leute im Publikum etwa und ganz unterschiedliche Stilistiken, also wirklich von Singer-Songwriter über Comedy bis hin zu Mundart, auch mal Rock-Pop, alles mit dabei und hat wirklich schon tolle Gäste dabei, also ein Russ Kennedy aus Amerika oder ein James Harkness oder Cecil Verny aus Freiburg, also ganz, ganz unterschiedliche Gäste und es wird vom Publikum auch immer toll angenommen, macht sehr großen Spaß. Ist das auch so ein bisschen Trend? Ich stelle es auch fest, hier in der Region gibt es immer mehr so diese kleinen Wohnzimmergeschichten, nah bei den Menschen zu sein. Ist ein Trend, der auch den Musikerinnen und Musikern unglaublich Spaß macht. Oder jenseits der großen anonymen Bühne, wo du in Reihe 34 keinen mehr siehst. Ne? Ja, also ich finde es oft eine größere Herausforderung, vor wenig Leuten zu spielen als vor vielen. Aber ich finde dieser gerade dieser intime Charakter ist wirklich schön. Also man kann wirklich auch das Publikum gut mit einbeziehen und es wird auch sehr gewürdigt, also sowohl vom Applaus als auch monetär. Und bei über 40 Songcafés wohl ein richtiges Erfolgsformat. Du hast von Herausforderungen gesprochen, Jan. Jetzt gibt es eine Herausforderung für dich. Gleich gibt es die Promi-Ausgabe von Stadtland Quatsch. Sagen alle vorher, oh mein Gott, schaffe ich nicht. Ganz schrecklich. Meistens schaffen sind 7, 8, 9, 10, 11 richtige. Auch Jan wird es packen. Dein Buchstaben erfährst du gleich. Bitte dranbleiben. Es ist Sonntag. Prominente Gäste. Heute Jan Ullmann. Stadt, Land. Und er stellt sich eine Herausforderung, nämlich der Promi-Ausgabe von Jan, bist du vorbereitet? Ja, ich bin sehr gespannt. Stadtland Plus war in der Familie wahrscheinlich auch immer Thema, oder? Also es ist ein Spiel, das sehr herausfordernd sein könnte. Du hast nie den Fluss gewusst, wie ich auch, aber der Fluss gibt es bei mir gar nicht. Ja. Es ist ein Weihnachtsspecial. Oh. Es geht rund um Weihnachten. Mhm. Also jede Antwort mit dem gleichen Buchstaben, das weißt du. Mhm. Wenn du was nicht weißt, weiter. Du brauchst mindestens 5 richtige für diese außergewöhnliche, nicht käuflich zu erwerbende. Oh, die will ich unbedingt haben. Neue Welle-Tasse. Ja. Sie wurde schon über 100 Mal an Gewinnerinnen und Gewinner in dieser Sendung vergeben. Ja. Könnt noch nach Freiburg warten. Das wäre der Wahnsinn. So. Die strenge Schiedsrichterin im Hintergrund passt ganz genau auf. Dein Buchstabe ist der schöne Buchstabe G. G. Und wir starten mit der Stadt. Genf. Ein Land. Griechenland. Auf dem Weihnachtsmarkt. Glühwein. Ein weihnachtliches Gebäck. Granatapfel. Ein Weihnachtslied. Glinglöckchen. Glinglöckchen. unter dem Christbaum.
Aber als nächstes, nächstes. In der Krippe. Das kleine Gesulein. Also der Mann ist einfach kreativ. Also ich muss mal sagen, was hast du gesagt bei Weihnachtslied? Glinglöckchen. Glinglöckchen, Glingeling. Das ist die sächsische Version. Glinglöckchen, Glingelingeling. Also ich muss mal ganz kurz Richtung Schiedsrichterin schauen. Also 5, sagst du 4 richtige. Also mit Glinglöckchen werden es 5 richtige. Also ich würde sagen, wir leisten ausnahmsweise Glinglöckchen, Glingelingeling. Das ist der Wahnsinn. Ja, wunderbar. Vielen Dank. Und, die neue Welle. Also es gibt ein Weihnachtslied tatsächlich mit G. Ich hätte es auch nicht gewusst, aber die Redaktion ist ja immer so lieb und schreibt mir hier was auf den Zettel. Ist nett. Gelobet seist du, Jesu Christ. Ah ja. Also kannst du demnächst mal ins Programm aufnehmen. Und, was ich auch sehr schön finde, in der Krippe. Nicht das größte Kind, du bist nur beim Sächsischen gewesen, sondern Gold kann in der Krippe sein. Ach, natürlich, ja. Klar. So, also, das war gar nicht so leicht, Stadtlandquatsch, die Weihnachtsausgabe, aber Jan hat es gepackt mit Glinglöckchen, Klingelingeling, gleich mehr. Die Martin-Wacker-Show am Sonntag mit Jan Ullmann, Singer, Songwriter, Musiker aus Freiburg. Jan, es war eine schwierige Zeit, die letzten Monate, aber auch eine Zeit, ich habe viele Gäste gehabt, die gesagt haben, ja, es war schwierig, aber es war eine kreative Zeit für mich. Mhm. Wie hast du sie genutzt? Du hast vorhin von neuen Alben berichtet. War es bei dir ähnlich, Kreativschub? Ja, beides. Also es ist natürlich auch, war auch frustrierend, eben die ganzen Konzerte abzusagen, aber dadurch hatte man plötzlich viel mehr Zeit. Und ich habe die Zeit genutzt, um jetzt mein Album fertig zu machen. Und zwar, mein Traum war immer, ein Vinylalbum zu machen. Und das ist jetzt in den letzten Zügen und das Konzept ist, dass ich quasi auf die eine Seite 5 Songs drauf mache, die mit Band produziert sind und auf die andere Seite dieselben 5 Songs akustisch mit 2 Gitarren. Okay. Und die habe ich eben in Sandhausen im Studio dann aufgenommen und bin an den anderen Songs gerade noch am Mischen und Mastern und bis Weihnachten wird es nicht fertig, aber ich denke März so und den Dreh wird es fertig sein. Verrate uns den Titel des Albums. Und der Titel heißt Climb High, nach dem gleichnamigen Song, der da auch drauf sein wird, ein ganz neuer Song. Und wir werden auch gleich einen Song hören, lass uns über den auch schon reden. Ist der von der neuen, wirklich Schallplatte kann man, ja. Wenn ich manchmal sage Schallplatte, denken alle, das ist ein alter Sack, aber jetzt wirklich von der, ist es ein Song von der Schallplatte? Also der kommt auch auf die Schallplatte drauf und wird es natürlich auch als digitalen auf die CD wird es auch geben, aber für mich ist noch diese Vinyl-Schallplatte ist natürlich ein Traum, der in Erfüllung geht auf jeden Fall. Und welcher Song wird es sein, den wir gleich hören? Der Song heißt Breathe. Breathe. Ja. Eine Frage noch zum Thema Vinyl. Wie kompliziert ist denn das überhaupt noch jemand zu finden? Der muss man so richtig ins Presswerk und dann gibt's eine richtige Schallplatte? Nimm uns da mal mit, das ist ja schon wirklich, aufregend. Also ich habe selber viel darüber gelernt, was ich nicht wusste und es ist wirklich nicht so leicht, ein Presswerk zu finden überhaupt im Moment, weil die alle überlastet sind, weil das gerade wieder so im Kommen ist. Megatrend ist, ne? Ja, und es gibt nicht so viele, also es ist überschaubar, wie viele Presswerke es gibt und ich habe eins gefunden, die mir noch auch in einer kleinen Stückzahl, es wird 100 Stück herstellen, die mir das pressen und aber eben die Zeiten, wann es fertig ist, können die auch nicht so ganz genau sagen, weil die auch Lieferschwierigkeiten mit dem Granulat haben und auch ein spezielles Master brauche ich für die Platte, anders als für die CD, weil das darf nicht so laut sein. Und, also da ist einiges da zu beachten. Also der Mann macht noch eine Schallplatte. Wir hören gleich, dass ich nochmal sagen darf, ein Titel von seiner neuen Platte in der Martin-Wacker-Show. Die Martin-Wacker-Show am Sonntag, wenn man Singer-Songwriter bei sich hat, der eine neue Platte, eine richtige Schallplatte rausgeben wird, dann hören wir jetzt auch eine schöne Kostprobe von dieser Platte. Jan, nimm uns mit, sag deinen Titel an, den du mitgebracht hast. Ich habe euch den Song Breathe mitgebracht und da handelt davon, dass es manchmal einfach gut ist, einfach mal durchzuatmen und dann sieht die Welt auch schon wieder ein bisschen besser aus und gerade zur heutigen Zeit passt das gut, finde ich. Dann schnaufe ich mal ein bisschen durch. Viel Spaß, Jan, mit Breathe. Now things have changed and I can turn back time. After all, I still love you even more. Hold on for now and hold on for truth. And take your time for a moment and breathe. Just breathe, breathe out if you can.
things go down, and you know it, but things will always change, and things come back, and we know it. There's nothing we can do about, just remember, you're here for a reason, and everything makes sense. Just let go, let it go. You're not the one to blame, and breathe in. Just breathe out if you can. Give in all your grief, give in all your pain, give in all your sadness, give in the picture of yourself. Things have changed, and I can turn back time. And after all, I still miss you every day. And just remember, I'm here for a reason, and everything makes sense. And just let go, I let it go, and I'm not the one to blame, and breathe in, oh, just breathe out, if you can, give in all your grief. Sadness, give in the picture of yourself, the picture of yourself, the picture of yourself. Jan Ullmann, live in der Martin Wacker Show. Danke dir, Jan, und das war's für heute. Nächste Woche haben wir Isabel Müller bei uns zu Gast. Sie ist Autorin aus Baden-Baden und hat eine sehr spannende Lebensgeschichte zu erzählen. Schön, dass Sie dabei waren am dritten Advent. Noch einen schönen Adventssonntag. Bis nächste Woche. Ciao.